Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von TimeToDo.ch. Unser Körper ist ein Mysterium. Viele Menschen müssen das in ihrem Leben mehrmals feststellen, wenn dieses Mysterium plötzlich anfängt, den Dienst zu versagen. Wir wissen heute, warum fängt der Körper oft an, den Dienst zu versagen, weil wir falschen Informationen unterliegen oder einfach keine Informationen haben. Zum Beispiel scheinen wir ja vergessen zu haben, dass es für unsere Kinder, wenn sie in die Schule gehen, wahnsinnig wichtig wäre, wenn die in der Schule einen halben Liter klares Wasser trinken bis mittags um 12. Nein, was haben wir gemacht? Wir haben in den Gang Süßgetränkeautomate gestellt, da verdienen wir auch noch was dran und vergiften unsere Kinder. Ist die andere Geschichte, aber im Wasser liegt die Wahrheit und im Wasser liegt das Leben und im Wasser liegt der Ursprung. Jetzt hören Sie schon bei mir viel über Wasser. Ich trinke viel Wasser. Hier haben wir wieder Wasser auf dem Tisch. In dem Wort Wasser verbirgt sich etwas, wo ich lange gar nicht gewusst habe, wie wichtig das für uns ist, weil auch mir Informationen gefehlt haben. Und zwar geht es um das Thema Wasserstoff. Wen könnte ich da einladen, der besser Bescheid weiß als jemand, der sein ganzes Unternehmen darauf ausgerichtet hat? Ich freue mich, dass er die Zeit hatte, heute zu uns ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen, Michael Kuori von Eco H2 Deutschland. Vielen Dank. Hallo Norbert, grüß dich. Michael, das Wasserstoffthema eilt dir voraus. Wir hatten ja das Vergnügen, vor ein paar Wochen den Herrn Barichero, Genau, den Paul zu interviewen, der ja eine unglaubliche Koryphäe ist in diesem ganzen Thema Wasserstoff. Warum ist es denn noch nicht so durchgedrungen? Also im Mainstream herrscht ja überhaupt nichts davon. Also das scheint es gar nicht zu geben, Wasserstoff. Wir wissen, in dem Wort Wasser, H2O, ist H2, zwei Teile Wasserstoff drin. Warum ist da was anderes? Also warum ist jetzt hier was anderes drin wie eigentlich da? Und warum ist es denn für meinen Körper so wichtig? Reicht es nicht einfach, wenn ich an den Wasserhahn gehe, mir Wasser rauslasse, das trinken und gut ist? Doch, prinzipiell reicht es vollkommen aus. Denn der Wasserstoff, der im Molekül Wasser verbunden ist, also H2O ist ja ein Molekül, daraus entsteht eine Flüssigkeit, die nennt sich Wasser. Und Sauerstoff und Wasserstoff sind zwei Gase, wenn man sie trennt. Und wenn wir über molekularen Wasserstoff sprechen, sprechen wir über H2, das heißt also zwei Atome Wasserstoff zu einem Molekül zusammengefasst und das ist gasförmig. Und das ist spannend für unseren Körper. Nicht unbedingt, wenn wir Wasser trinken. H2 oder Wasserstoff wird im Körper ganz normal produziert. Unser Körper ist darauf ausgelegt, dass im Darm genügend Wasserstoffgas erzeugt wird, um, greife ich jetzt vielleicht jetzt schon ein bisschen vor, um dem Körper bei der Homöostase zu helfen. Die Homöostase ist ja der Wunsch des Körpers, in den Ausgleich zu kommen, auch was das Säure-Base-Verhältnis angeht, weil der Körper ja Säure und Base innerhalb des Körpers automatisch für uns steuert. Also unterschiedliche Organe haben unterschiedliche pH-Werte und das zu regulieren, das ist Aufgabe unseres Körpers, da müssen wir nichts tun. Aber dafür braucht er zwei Hauptspieler, einmal den Sauerstoff, das ist das höchste Oxidationsmittel in unserem Körper, und den Wasserstoff als höchstes Reduktionsmittel im Körper. Und wenn alles in Ordnung ist, wenn unser Körper gesund ist, in dem Fall unsere Darmflora gesund ist, wir so brav sind, dass wir genügend Ballaststoffe zu uns nehmen und genügend trinken, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt für den Körper, dann ist alles im Gleichgewicht und alles kann funktionieren. Da sind wir aber leider weit entfernt von. Das heißt, es gibt heute die Notwendigkeit, oftmals für den Menschen ein bisschen gegenzusteuern oder Dinge, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, auch von außen zu regulieren. Und da ist Wasserstoffwasser ein hervorragendes Mittel. Also es scheint ja einen Unterschied dann zu geben in der Wirkungsweise zwischen Wasser und diesem Thema Wasserstoff. Absolut. Vor Jahren war ich mal Verwaltungsrat in einem Unternehmen, was ich H2O Swiss AG nannte. Dort war unser großes Highlight und unser Produkt hochbasisches Konzentrat. Es war schon eine Sensation. Wir waren ja eine der ersten, die auch Chemikern dann begreiflich machen konnten, dass sehr wohl ein pH-Wert sich stabil halten kann. Es kamen die ersten Vierkammer- und Mehrkammerreaktoren, die in diesen Elektrolyseprozesse integriert wurden mit Platin und was man da alles gemacht hat. Aber es war spannend und wir haben festgestellt, dass man pH-Wert von um die 13 stabil halten konnten. Richtig, ja. Und haben jetzt gedacht, Mensch, jetzt ist ja alles erledigt. Jetzt geben wir den Menschen
einen Dosierer drauf, dann trinken die jeden Tag 3-4 Gläser pH-Wasser mit 8,5er pH und alles ist wunderbar. Und schon ist der Körper basisch. Haben wir gedacht, aber das muss ja nicht heißen, dass es auch richtig war. Jahre später hat mir ein Internist einmal erklärt, dass der Magen einen Säure-pH-Wert von zwischen 1,2 und 2,0 hat in der Masse. Manchmal ein bisschen drüber noch, sagt er, aber da sollte er sein. Dann hat er mir natürlich das begreiflich gemacht, jetzt stellt er das vor, das sind jetzt knapp 0,2 Liter Wasser, hat er einen pH von 8,5. Schön, alles in Ordnung, so, das tut nicht weh, schau, alles gut. Jetzt trinkst du das. Was passiert? Es läuft die Speiseröhre runter und kommt dann in den Magen. Was dort passiert, dann macht's und das war's. Man muss sich, bestimmt, ja. Ja, so ein hohes Säuregehalt vorstellen, bei dem bisschen pH, das spürt der Magen nicht mal. Würdest du mehr trinken, mehr, dass es der Magen spürt, dann bist du krank. Weil der Magen darf nicht basisch werden. Sobald der ins Basische geht, könnte der nichts mehr verstoffwechseln, stirbst du. Also absolut. Geht absolut gar nicht. Richtig. Und man muss auch davor warnen, lieber etwas übersäuert wie etwas zu basisch. Weil das hat ganz, ganz eklatante Krankheitsfolgen dann hinter sich. Ja. Mit der Haut, mit Stoffwechselorganen und so. Man muss da also vorsichtig sein und nicht denken, das Übermaß, das Mittelmaß ist das Richtige. Aber komme ich wieder zurück. Den Irrtum habe ich eingesehen. Bitte auch alle um Entschuldigung, wo ich das Basenwasser angepriesen habe. Schlecht war es nichts, hat uns geholfen. Aber die Aussage war nicht hundertprozentig korrekt, konnte ich aber erst später erkennen. Jetzt sind wir wesentlich weiter. Der Paul Barichetto hat damals erzählt, dass es 700 Studien bereits gibt, die den Wasserstoff und die Wirkung von diesem molekularen Wasserstoff auf den Körper uns zeigen. Kennst du da, hast du da Kenntnis? Gibt es sowas auch in Deutsch? Ja, natürlich. Also wir haben natürlich davon Kenntnis, weil wir uns ja mit der Technologie auseinandergesetzt haben und natürlich auch wissen wollten, wo das Potenzial von wasserstoffreichem Wasser liegt, weil es ja auch häufig untersucht wurde. Und interessanterweise hat eigentlich alles begonnen etwa vor 10 Jahren mit einer Studie, die damals in der Nature Medicine veröffentlicht wurde. Das ist ein sehr renommiertes Wissenschaftsmagazin, also Wissenschaftler oder sehr Ärzte, bekannt, ja. Die sich mit ihrem Beruf auseinandersetzen, die lesen dieses Magazin, um die neuesten Infos zu bekommen. Und da wurde, 2007 war das, ein Artikel veröffentlicht, dass Wasserstoff, also molekularer Wasserstoff, ein selektives Antioxidant ist. So, was Antioxidantien sind, die werden wahrscheinlich deine Zuschauer auch ohne weiteres kennen. Da ging es um die Bekämpfung von freien Radikalen, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Wasserstoff hat sich dort gezeigt als selektives Antioxidant. Das bedeutet, es hat nur die tatsächlich zellschädigenden freien Radikale angegriffen bzw. mit denen reagiert und es ist Wasser entstanden. Und diese Erkenntnis hat in der Medizinwelt, auch in der klassischen Medizinwelt, dafür gesorgt, dass viele die Ohren gespitzt haben, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema war, mit dem Ergebnis, dass der oxidative Stress in der Zelle sehr, sehr einfach reguliert werden kann. Denn Wasserstoff zu erzeugen, ist jetzt gar technisch kein wirkliches Problem. Auch wasserstoffreiches Wasser zu erzeugen, ist kein Geheimnis mehr. Also das kann man relativ simpel und auch sehr kostengünstig erzeugen. Und es hat sich herausgestellt, dass einfach der oxidative Stress, der auf uns alle wartet in allen Lebenssituationen, ein Vorbote ist von vielen verschiedenen Krankheitsbildern, die entstehen können. Denn oxidativer Stress führt zu Entzündung im Körper und Entzündungen führen irgendwann zu Krankheiten in Organen oder in anderen und Bereichen. Und peitscht natürlich die Übersäuerung an. Deswegen ist es für die Medizin eine sehr, sehr spannende Information gewesen zu hören. Es gibt etwas, was sehr einfach zu generieren ist und auch sehr kostengünstig und was den oxidativen Stress sehr schnell löst in der Zelle. Da hat es angefangen, dass weitere Untersuchungen gemacht wurden, hauptsächlich in Japan. Und also wie gesagt, mittlerweile haben wir fast 700 Studien zu allen möglichen Krankheitsbildern. Was rauskommt, und das ist für uns immer das Spannendste, wasserstoffreiches Wasser oder die Zuführung von Wasserstoff im Körper hat das Potenzial, präventiv eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Das heißt also in der Vorsorge, dass
bestimmte Krankheitsbilder im Körper gar nicht entstehen können. Es ist auch, und das wird natürlich auch untersucht, auch begleitend zu Therapien, wenn Menschen schwer krank sind, ein sehr, sehr interessantes Mittel geworden. Gibt es zum Beispiel eine Darmkrebsstudie, die sich damit auseinandersetzt, dass ein Medikament, das zur Chemotherapie benutzt wird, deutlich wirkungsvoller ist, wenn wasserstoffreiches Wasser zusätzlich verabreicht wird. Und dadurch ist auch die Pharmaindustrie jetzt nicht unbedingt abgeneigt gegen diesen Stoff. Aber auch Naturheiler sind natürlich interessiert daran, weil sie sehen, es ist ein einfaches Mittel, das sowohl bei der Therapie von Krankheiten helfen kann, aber in der Prävention auf jeden Fall einen Riesenvorteil bringt. Es ist einfach reine Natur. Hm? Reine Natur. Und es ist auch genau das, was tatsächlich auch im Körper stattfindet. Unser Darm ist in der Lage, etwa 10 Liter an Wasserstoffgas am Tag zu erzeugen, vorausgesetzt die Darmflora ist in Ordnung und vorausgesetzt wir haben eine ballaststoffreiche Ernährung. Und in unserer Art zu leben, das wird in der Schweiz auch nicht anders sein als in Deutschland, fehlt gerade diese Voraussetzung. Meistens hat der Darm ein Problem und meistens ist die Ernährung auch nicht wirklich ballaststoffreich. Das heißt, wir haben eine natürliche Unterproduktion von Wasserstoffgas im Körper. Also nicht nur, dass wir sowieso uns grundsätzlich schon mal schlecht ernähren von dem, was wir essen. Ich sehe das, wenn ich mittags in gastronomischen Einrichtungen bin, wie wenig Leute Wasser trinken. Also von 10 Tischen einer, immer noch leider, wo Wasser auf dem Tisch steht. Ansonsten Süßgetränke, Alkohol, Kaffee, Tee, was auch immer. Der zweite Punkt, Wasser ist nicht in unserem Bewusstsein so angesiedelt, wie es eigentlich sollte. Ja. Es gab ja mal vor 10 Jahren, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, gibt es eine tolle Studie, stand ewig auf YouTube, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, wo so Reporter durch eine Fußgängerzone gehen und sagt da zum einen, ich sage Ihnen jetzt ein Wort und Sie müssen intuitiv antworten, ohne nachzudenken. Dann gehen die so rum und zum Beispiel sagt er Wasser und sagen die Männer Auto putzen. Das liegt nahe. Also, was sehen wir? Wir sehen natürlich, wo der Stellenwert ist. Wenn es heute darum geht, nichts gegen Nobelrestaurants, ist alles in Ordnung, ist ja toll, dass es die gibt, schmeckt es auch lecker. Aber ich sage immer, heute im Nobelrestaurant, wenn man das im Kopf so hat, dann sitzt man da, hat ein wunderbares 3-, 4-, 5-, 6-Gänge-Menü mit vielen Stecken und vielen Tassen und Tellern und Gläser und dann steht eine Flasche Wein da. Heute bei Italienern finde ich das toll, wirst du immer gefragt nach Wasser. Da ist es Standard, weil die kennen das. Aber bei uns, und dann höre ich oftmals etwas, und da bitte ich doch, liebe Zuschauer, diesen Unsinn endlich zu lassen, wenn man sich nicht krank machen will. Wie oft höre ich, trink nicht so viel, dann musst nicht so häufig aufs Klo, dann kannst du mehr schaffen. Das ist, glaube ich, die schlimmste Aussage, die ich in meinem Leben gehört habe, weil der das sagt, verurteilt den gleichzeitig zur Krankheit. Wir haben gerade gehört, was der Michael dazu gesagt hat. Und das ist aber leider noch heute, 21. Jahrhundert, in unseren Köpfen. Und es geht nicht, dass es den Menschen gut geht, nein, es geht darum, dass die Arbeit erledigt wird. Und da müssen wir einfach mal umdenken. Ich pfeife auf die Arbeit, wenn es meinem Körper nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut. Und wenn es mir nicht gut geht, bin ich das Zentrum des Universums nicht auf dem Weg, wo ich sein soll. Also schauen Sie, dass es Ihnen gut geht. Warum? Dann geht es auch Ihren Mitmenschen gut. Da können Sie sich um Ihren Partner kümmern, um Ihre Familie kümmern, können in den Garten gehen, können alles die Dinge machen, die Sie gerne machen. Aber die Voraussetzung ist, Ihr System funktioniert. Und unser System, glaube ich, kann ich so sagen, ist untrennbar mit Wasser verbunden. Es ist absolut abhängig vom Wasser. Das ist jetzt nichts Unbekanntes, aber wenn ein Kind heute geboren wird, ist der Anteil an Wasser im Körper etwa bei 70%. Und leider nimmt er mit den Jahren ab. Je älter wir werden, desto weniger Wasser ist im Körper gebunden. Leider, weil wir vergessen, dass wir Wasser nicht speichern können. Wir müssen täglich dafür sorgen, dass wir eine genügende Menge an Wasser im Körper oder dem Körper zur Verfügung stellen. Und mit Wasser ist eben nicht Wein gemeint und keine Fanta oder sonst irgendwelche Kaffee Getränke, oder sonstige Süßgetränke. Der Körper braucht in der Zelle reines Wasser. Und jetzt ist natürlich klar, auch in Wein ist Wasser gebunden, auch in Bier ist Wasser gebunden, trinkt es auch ganz gerne mal, keine Frage. Aber der Körper braucht natürlich
oder muss mehr Energie aufwenden, um an das wertvolle Wasser für ihn zu kommen. Und bei den meisten Getränken muss er auch noch sich mit vielleicht Schadstoffen auseinandersetzen oder irgendwelchen Alkohol zum Beispiel. Giftstoffen, die drin sind, die vielleicht Spaß machen, aber die für den Körper Stress bedeuten. Genau. Das heißt, wenn wir über Wasser sprechen, mal auch unabhängig von dem Thema Wasserstoff, sollte in der Lage sein, am Tag etwa 2 bis 3 Liter Wasser zu trinken. Und damit ist wirklich reines Wasser gemeint. Und wenn ich mit den meisten Leuten spreche, auch mit Leuten, die sich dessen bewusst sind, dann machen die wenigsten das tatsächlich. Und es liegt hauptsächlich daran, dass sie es nicht in ihren Alltag einbinden. Also bei mir ist es so, ich kann von mir sprechen, ich habe auch lange gebraucht, bis ich diese Disziplin hatte, bis ich es bei mir wirklich integriert habe. Aber ich habe mir eben angewöhnt, tatsächlich morgens, bevor ich das Haus verlasse, habe ich schon 1,5 Liter Wasser getrunken. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich mir angewöhnt, genauso wie Zähne putzen, ich auch morgens und abends mache, ich trinke mindestens 1,5 Liter, wenn ich zu Hause bin. Klares Wasser. Über den Tag verteilt bleibt dann noch ungefähr 1 Liter, den ich trinken muss oder 1,5 Liter. Zwischendurch irgendwann. Und das schaffe ich dann schon. Wir nehmen natürlich auch über die Nahrung Wasser zu und das funktioniert schon. Aber wenn ich mir mal angewöhne, tatsächlich morgens 1,5 Liter zu trinken und abends 1,5 Liter, dann ist es etwas, was mir jeden Tag hilft. Und wenn es um die Arbeit geht, fällt die Arbeit einfach leichter, wenn der Körper genügend hydriert ist. Und das ist ja das Schöne, genau. Wir kennen noch alle diese alte Statistik, die haben wir in der Schule irgendwann, also ich kenne das aus der Schule, 5% Wasserverlust im Körper bedeuten 15% Leistungsverlust. Absolut. Und das ist, und 5%, also liebe Zuschauer, jetzt nehmen wir mal da diese Regel. Was sind denn 5%? Einmal kräftig schwitzen sind 5%. Das glaubt man gar nicht. Sie müssen verdenken, was sie für eine Fläche am Körper haben. Und wenn es jetzt durch irgendwas, jetzt kommt gerade der Lieferant und der Kollege sagt, Mensch, kannst du mal geschwind Helfer ausladen, der muss gleich weg und so. Na klar, wir sind ja hilfsbereit, warum auch nicht. Und jetzt komme ich volle Kanne ins Schwitzen, denke dann auch, boah. Aber ich denke danach nicht daran. Nee, dann gehe ich meistens ins Büro und schaffe weiter. Und dann macht meine Leistungskurve den hier. Weil die Flüssigkeit, und das muss man verstehen, und deswegen auch nochmal, und wenn wir jetzt molekular, und wenn wir das in unserem Kopf verstehen, dass dann vielfach die Informationen da sind und ein ganz anderes Gefüge im Körper möglich ist. Und deswegen versuche ich so als Fan von Michael Cuori Ihnen das nahe zu bringen, weil ich natürlich den Unterschied selbst festgestellt habe, was passiert. Und jetzt bin ich ja auch viel unterwegs. Und da hat einfach die Echo H2 Deutschland GmbH ein paar so tolle Möglichkeiten gefunden. Alte Menschen, ich weiß, wie schwer es ist. Ich war vor kurzem in einem alten Pflegeheim. Die ganzen Pfleger und Pflegerinnen sagen mir das Gleiche. Ach, die Alten wollen nicht mehr trinken, die wollen nicht mehr trinken. Wenn ich dann hingucke und da steht dann ein Mineralwasser auf dem Tisch und dann trinke ich das, dann meine ich schon, muss einen Backstein schlucken, weil das kohlensäurehaltige Mineralwasser so hart ist im Hals, ich will das selbst gar nicht schlucken, weil ich weiß ja, wie Wasser eigentlich richtig schmeckt. Und da geht's dann los. Und den Dingen müssen wir uns allen bewusst werden. Und das war eben ein toller Ansatz. Ich mache das übrigens ähnlich, kein 1,5 Liter am Morgen. Am Morgen ja, am Abend nicht, trinke ich nur noch 0,2. Aber auch morgens, das Erste, was ich mache, ist ins Bad, Mundpflege und dann gluck, 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 mindestens 2 Gläser von dem Wasser. Und kurz danach merke ich, wie mein Körper sofort da ist. Absolut. Es ist wie ein Anschalter. Es ist auch etwas, was man muss es sich angewöhnen. Es gehört auch da ein bisschen Disziplin dazu. Das dauert 2-3 Tage. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir haben in Karlsruhe ein Ladengeschäft auch und wir haben eine Wassertankstelle, kann man sagen. Bei mir können Kunden kommen, können sich Wasser mitnehmen und da entstehen natürlich auch immer wieder Gespräche. Und ich habe einen sehr netten Kunden, der wirklich fast täglich zu uns kommt und bei uns Wasser trinkt. Und die erste Zeit habe ich gesehen, dass er dann immer mal ein Gläschen getrunken hat bei mir und so ganz kleine Schlückchen und so. Und dann hat er sich immer 2-3 Flaschen mitgenommen. Also er hat immer relativ lang gebraucht, um mal eine vernünftige Menge zu sich zu nehmen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, warum er nur so wenig Wasser trinkt oder warum er nur klein. Ja, er hätte mal gehört, dass das in irgendeiner Art und Weise für den Körper besser ist. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie schaffst du es denn dann überhaupt an die 2,5 Liter zu kommen? Kannst du nicht die ganze Zeit mit dem Wasserglas rennen? Ja, das schafft er auch nicht immer. Da sage ich, ja, was hältst du mal davon, wenn du mal Glas auf X trinkst. 2 Gläser kurz nacheinander trinkst? Ja, okay. Und dann hat er das probiert. Und es
ist ihm am Anfang wirklich schwer gefallen, so große Schlücke zu nehmen. Und das war, dann hat sich natürlich auch irgendwie voll angefühlt. Gewohnheitsprozesse, klar. Ich verspreche euch, wirklich nach einer Woche in etwa, wo wir das täglich gemacht haben, ist für ihn jetzt vollkommen normal. Er kann auch ohne weiteres mal 250 Milliliter ohne weiteres mal trinken, und zwar schnell hintereinander. Und natürlich habe ich morgens nicht immer ewig Zeit, mich mit Wasser auseinanderzusetzen. Das muss bei mir auch einigermaßen schnell gehen. Aber das ist möglich, wenn ich mir angewöhne, größere Mengen zu trinken, dann fällt mir das auch irgendwann leicht. Muss ich auch sagen, ich habe leider auch müssen warten, bis ich 45 Jahre alt bin, bis die Intelligenz mich traf, was das Thema Wasser betrifft. Weil, ehrlich, ich habe vorher nie Wasser getrunken. Never. Bei uns gab es sogar den Spruch, ne, was trinkt ihr Wasser, wenn ihr haben könnt? Wein, sprach der Herr, und so Geschichten. Ne. Klar, alles witzig, alles toll, und mit dem Bierhumpen anstoßen ist bestimmt scherzhafter als mit dem Wasserglas, wissen wir alles. Aber ist alles Spaß und Fun-Ecke. Da darf das auch bleiben. Aber wie es beim Eiskunstlauf die Pflicht und die Kür gibt, gibt es das in unserem Leben auch. Absolut. Ja, die Pflicht sind die zwei, ich sage immer mindestens 2 Liter Wasser für jeden, der mehr als 70 Kilo wiegt. Ja. 2 Liter Wasser, absolutes Minimum, und zwar klares, reines Wasser. Ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmack, ohne Süß, ohne Farbe, ohne Kohlensäure, reines Wasser. Und jetzt kommt natürlich die Knack- und die Knipsfrage. Jetzt geht es natürlich immer wieder darum, ja, was für Wasser denn? Hahnewasser, oh, da hört man ja so viel, und da und in dem Wasser und jenes Wasser und dieses Wasser. Also natürlich, es gibt 2 Ebenen. Es gibt einmal die qualitative Ebene bei Wasser und es gibt die quantitative. Beide Ebenen sind absolut gleichwertig wichtig. Sowohl die Quantität zählt beim Wasser, also die Menge, die ich zu mir nehme, als auch die Qualität. Was ich allerdings bei Menschen, die sich mit Wasser auseinandersetzen, sehr häufig sehe, dass sie sich sehr stark auf die Qualität fokussieren und bis ins Detail gehen, Wasser, das energetisiert ist und verdreht und verwirbelt, alles tolle Sachen. Aber wenn ich sie dann frage, wie viel sie trinken, trinken sie auch nur 1 Liter von dem Wasser. Und das bringt langfristig gesehen nichts. Es ist einfach zu wenig. Wer beides hinbekommt, fantastisch. Also wer Wasser mit einer hohen Qualität gefunden hat und genügend davon trinkt, hat einen großen Vorteil. Aber auch Leute, die sich weniger mit Wasser auseinandersetzen, wenn sie wenigstens ihre 2,5 Liter trinken würden, auch Flaschenwasser oder was auch immer, dann hätten sie ihren Vorteil. Und das ist mal die erste Ebene, die man nehmen muss, wenn man sich mit Gesundheit auseinandersetzt. Man braucht eine ausreichende Menge von Wasser. Und dann kann man sagen, okay, man geht jetzt noch den Schritt weiter und entwickelt entweder das Wasser, das man trinkt, dorthin, dass es einem am besten schmeckt, oder dass man sehr stark überzeugt davon ist, dass es fantastisch ist. Ja, viele Dinge und Steine rein und Schwingungsbilder. Was auch immer, ist alles legitim, wenn das passt und wenn es einem schmeckt. Wunderbar, aber die Menge ist genauso entscheidend, wenn nicht noch manchmal entscheidender. So. Jetzt kommt aber noch so ein Punkt. Ich kenne sogar eine junge Dame, die schmeckt das mittlerweile. Ja. Die trinkt Wasser, wenn da Chlor drin ist oder Arzneimittelrückstände, die spürt das, spuckt die das sofort wieder aus. Kann ich verstehen. Und ja, und da haben wir ja jetzt mal ein Problem zum Thema Hahnwasser, obwohl da die Schweiz von den Werten eigentlich noch in Europa zu den Spitzenwässern gehört. Das heißt nicht, dass es nichts drin ist. Nee, ist genauso viel Mist drin. Nur die Einheiten sind im Verhältnis zu zum Beispiel Deutschland und Frankreich wesentlich geringer. Aber jetzt ist es natürlich auch nicht der Gesundheit förderlich, wenn ich jetzt viel Wasser trinke und somit viel weibliche Hormone oder viel Arzneimittelrückstände oder. Keine Frage. Ja. Keine Frage. Man muss darauf achten, und es gibt heute sinnvolle Technologien, um Wasser so zu filtern, dass wenig Schadstoffe bis gar keine Schadstoffe drin sind. Und man sollte sich genau mit diesen Technologien auch auseinandersetzen. Es war auch ein Grund, warum wir bei ECO auf der einen Seite darauf geachtet haben, dass das Wasser, das wir hinterher mit Wasserstoff anreichern, auch einen sauberen Zustand hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Erstmal, dass es schmeckt natürlich, aber auch, dass ich keine unerwünschten Stoffe einfach mitnehme mit dem Wasser, die der Körper hinterher wieder verarbeiten muss oder ausscheiden muss. Mhm. Deswegen die Wasserfilterung, eine sinnvolle Wasserfilterung zu finden, mit der man zufrieden ist, ist der erste Weg. Und das Anreichern von molekularem Wasserstoff ist der zweite Weg. Aber der erste ist genauso wichtig. Gutes Wasser, gefiltertes Wasser zu haben, in ausreichender Menge dies zu trinken, das ist der erste Schritt. Und ich würde sagen, der molekulare Wasserstoff ist eine der spannendsten und
vielversprechendsten Bewegungen im Bereich des Wassers. Ich habe ja auch schon seit 15 Jahren mich mit allem Möglichen, was Wasser angeht, auseinandergesetzt. Aber es gibt nichts, was so gut untersucht ist, wie wasserstoffreiches Wasser in Verbindung mit Gesundheits- oder mit Krankheitsprävention, muss man ja sagen, also mit der Prävention vor Krankheiten. Das ist wirklich unfassbar vielversprechend. Und auch da seid ihr ja auch sehr gut aufgestellt mit eurer Website. Und diese Dinge, gerade diese wissenschaftlichen Gutachten, findet man auf eurer Website. Wenn die Regie uns mal kurz umschaltet auf die Website, Dankeschön, das sehen wir da gerade. Jetzt sind wir hier in der Mitte und gehen mal auf dem, wir sind also hier in diesem Bereich. Genau, mehr zu Echo. Mehr zu Echo. Dann gehen wir da nach unten auf das Thema wissenschaftliche Gutachten. Und dann bringt er uns da natürlich ganz, ganz viele. Dann gehen wir da rechts auf die Deutschlandflagge. Und jetzt haben wir die in deutscher Sprache. Michael, was stehen da für Gutachten? Ganz genau. Also es gibt wirklich etliche etliche Studien zu dem Thema. Wir haben uns natürlich ein paar rausgesucht, die aus unserer Sicht auch für den Lebensalltag, den wir zu bewerkstelligen haben, sehr spannend sind. Und wir haben einige davon auf Deutsch übersetzen lassen, weil auch Menschen, die dem Englischen mächtig sind und die das gut sprechen, dennoch mit den englischen Studien natürlich ihre Schwierigkeiten haben, weil viele Fachbegriffe auch verwendet werden. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, die Studien zu übersetzen. Und da kann man das dann immer sehen, wenn man da drauf geht. Und haben sie zur Verfügung gestellt. Ja. Was wichtig ist für die Zuschauer, sie können über die Webseite, die wir auch während der Sendung immer wieder einblenden, auf die Studien gehen. Schauen Sie sich das an. Das ist kein Hokuspokus. Und der Michael macht bestimmt nicht den Weg, um Ihnen irgendeine Maschine oder Wasser zu verkaufen. Das ist natürlich ein Ergebnis dessen heraus, weil wenn Sie gutes Wasser wollen und wenn der Wasserstoff molekular sein ist, dann müssen Sie eine Voraussetzung erfüllen. Das geht nicht anders. Wenn Sie Auto fahren wollen, brauchen Sie auch ein Auto. Worum geht es uns? Um Ihnen A zu sagen, wir reden hier nicht über ein neues Verkaufsargument, wie man Ihnen besser irgendwas verkaufen kann. Wir reden hier über Sie, über Ihre Gesundheit und Ihren Körper. Und das können Sie alles schwarz auf weiß nachlesen. Und gleich nach der Werbepause zeigen wir Ihnen, wie jetzt dieser molekulare Wasserstoff in Ihr Leben einziehen kann und was er für Ergebnisse dann hervorbringen kann. Und dazu fragen wir dann noch ein bisschen den Michael. Bis gleich nach der Werbung. timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück bei timetodo.ch. Heute bei mir im Studio der Michael Kuori von Echo H2 Germany GmbH. Uns geht es darum, heute Ihnen einen weiteren Fortschritt nahezubringen, und zwar den molekularen Wasserstoff. Wir haben in der ersten Hälfte darüber gesprochen, wo die ganzen Hintergründe sind, Gutachten, um was es geht, warum molekularen Wasserstoff, warum überhaupt nochmal sauberes Wasser. Das muss man immer wieder wiederholen. Wir vergessen die Dinge zu schnell. Gerade bei unseren Kindern ist das ganz wichtig. Aber jetzt haben wir gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen auf das Thema der Gutachten ein. Was gibt es für Gutachten? Und dann stellt sich natürlich noch eine Frage. Dass für jeden Mensch Wasser gut ist, ist ja, brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber dieser molekulare Wasserstoff, gibt es Zielgruppen, die einen besonderen Vorteil haben, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich trinke jetzt nicht Haneburger, sondern ich trinke jetzt das Wasser, was entweder aus einem eurer Systeme kommt oder was ich mir aufbereiten kann. Gibt es Zielgruppen, die für die das besonders spannend wäre? Also besonders spannend ist es für Sportler zum Beispiel. Wenn Sportler wasserstoffreiches Wasser vor der Belastung einnehmen,
dann verringern sich die Bildung von Milchsäure in den Muskeln. Also die Laktatwerte gehen zurück. Das ist natürlich für Sportler sehr, sehr spannend, gerade für Ausdauersportler, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, sind immer daran interessiert, dass sowohl die Trainingsleistung verbessert wird, als auch die Regenerationsfähigkeit. Und bei beiden Bereichen kann wasserstoffreiches Wasser helfen. Es gibt hier auch Pilotstudien, die erstellt wurden. Hier in dem Fall zum Beispiel ist auch bei uns auf der Website einsichtig oder einzusehen, von der Fußballmannschaft, die untersucht wurde in einer Doppelblind-Crossover-Studie. Das kann man wirklich nicht schummeln. Da gab es eine Gruppe, die wurde mit Placebo-Wasser ausgestattet, die andere wurde mit wasserstoffreichem Wasser ausgestattet. Es gab einen ganz genauen Plan, wann dieses wasserstoffreiche Wasser verabreicht wurde. Und danach wurden praktisch Messungen gemacht, wie die Übersäuerung in der Muskulatur bei höheren Belastungen stattfindet. Und die Messungen waren sehr, sehr eindeutig signifikant besser bei denjenigen, die wasserstoffreiches Wasser produziert haben. Was auch wieder auf die erste Studie verweist, die sich mit dem Thema oxidativen Stress auseinandergesetzt hat. Auch beim Training, also beim Sport, entsteht eben oxidativer Stress. Oxidativer Stress ist ja nichts anderes als ein erhöhter Stoffwechsel. Das heißt also, wenn Stress auf den Körper oder im Körper erzeugt wird, wird der Stoffwechsel erhöht. Stoffwechsel hat Abfallprodukte, unter anderem eben die freien Radikale, die bei den sehr aggressiven freien Radikalen oxidativen Stress erzeugen. Und der wird von Wasserstoff gelöst. Das heißt, überall, wo der Körper in Stress gerät, auch beim Sport, profitieren Menschen von der Zuführung von molekularem Wasserstoff. Und am einfachsten ist es, das über Wasser zu sich zu nehmen, weil eben das auch der natürliche Weg ist. Das heißt also, wenn das wasserstoffreiche Wasser im Darm ankommt, kann sich der Wasserstoff vom Darm aus wieder im ganzen Körper verteilen. Und das ist der große Benefit eben auch für Sportler. Das bedeutet, dass irgendwie dann das Blut mehr Kapazität hat, dem mehr zur Verfügung steht. Weil ich versuche gerade in meinem Kopf klarzukriegen, Milchsäure kenne ich natürlich selber früher, Schwimmer und Fahrradfahrer gewesen, komme aus Rheinland-Pfalz, da macht man das so. Und ich weiß, das Problem sind immer die letzten 100 Meter. Egal, bei welchem Ausdauersport das geht. Ich sage immer, wenn ich 90 Minuten Fußball spiele und bin 85 Minuten gut, verliere ich das Spiel, weil die letzten 5 Minuten kann ich nicht mehr rennen, rennt der Gegner an mir vorbei und schießt ein Tor. Also es kommt immer ja auf das Letzte an. Und Milchsäurebildung ist ja, also so wurde uns das damals beigebracht, du trainierst, jetzt baut sich dein Muskel auf, möglichst langfaserig, baut er sich auf. So. Ja. Und in dem Moment, wo er beansprucht wird, macht er ja einen Prozess, zusammenfügen den. Und da gibt es einen Abfallstoff. Und das ist diese sogenannte Milchsäure, die sich da bildet. Und wenn die über einen gewissen Level geht, säuert oder wird der Muskel sauer, und kann sich nicht mehr so strecken und so dehnen. Er wird also eingeschränkt. Er macht nur noch die Hälfte, bis am Schluss, wenn es einen Krampf gibt, macht er gar nichts mehr. Ja. Jetzt kommt der molekulare Wasserstoff dazu. Das müsste ja jetzt bedeuten, dass der diese Säurepartikel, die durch die Action, die Arbeit entstehen, dass die durch das neutralisiert oder abgebaut werden. Naja, das ist eben dieser oxidative Stress. Oxidation, also die Übersäuerung im Körper, führt dazu, dass die Zelle arbeiten muss. Sie muss das ausgleichen. Und es gibt einfach es gibt einige Sauerstoffverbindungen, zum Beispiel Hydroxylradikale, die eben die Zelle extrem stressen, teilweise wirklich zellschädigend agieren. Und Wasserstoff setzt dort genau dort an und hat dann zwei Dinge, die eigentlich spannend sind in der Reaktion mit diesen Hydroxylradikalen. Einmal wird das Hydroxylradikal natürlich in seiner Reaktion gehemmt, das heißt, es wird neutralisiert und es entsteht in der Verbindung Wasser. Das heißt also, Hydroxylradikale ist die Verbindung aus einem Sauerstoffatom, einem Wasserstoffatom, OH, und das reagiert mit H2 zu H2O. Und das führt dazu, dass einmal dieses Hydroxylradikal natürlich nicht mehr aggressiv sein kann, weil es nicht mehr existiert, es wurde umgewandelt. Und gleichzeitig wird die Zelle entlastet. Und wenn die Zelle entlastet wird, dann kann in den Mitochondrien einfach die ATP-Produktion wieder verbessert ablaufen. Das heißt, die Zelle bekommt wieder mehr Energie. Und diese Verbindung aus diesen zwei Vorteilen, die durch Wasserstoff entstehen, führt dazu, dass einfach sowohl in der Belastungsphase der Muskel besser arbeiten kann, als auch in der Regenerationsphase eine schnellere
Es ist eine Sensation. Ne? Wir hatten damals schon die Ergebnisse bei diesem H2O, bei diesem basischen Konzentrat, aber natürlich nicht in der Breite, sondern da es halt nicht darauf aufgebaut war, waren die Ergebnisse zwar spürbar, aber es hat nicht so den Kick gegeben. Da haben wir noch immer uns überlegt, warum. Aber jetzt ist mir das natürlich viele klar. Viele haben halt am Anfang gedacht, dass der pH-Wert eine Rolle spielt bei dem, beim Ausgleich der Übersäuerung. Aber ein Wasser mit einem hohen pH-Wert muss man in Unmengen trinken, damit es überhaupt irgendeinen Effekt hat. Ja, und das ist aber eigentlich Unsinn zu trinken. Du müsstest eigentlich intravenös machen, wäre viel interessanter, ins Blut gleich. Können wir auch machen. Wegen Magen hast du ja das Problem immer wieder. Worauf man nicht geachtet hat am Anfang, ist, dass bei der Herstellung von basischem Wasser im Elektrolyseprozess eben auf der basischen Seite Wasserstoff entstanden ist. Genau. Gelöster Wasserstoff. Und den hat man gar nicht beachtet. Und den hat man eigentlich nicht auf dem Plan gehabt, hat aber den Effekt natürlich beim Menschen gesehen. Dann pH zugeschrieben. Interessanterweise ging das aber dann relativ schnell, dass man, da war die Wissenschaft sicherlich diejenige, die das vorangetrieben hat, weil sich Ärzte nicht vorstellen konnten, dass ein Wasser mit einem hohen pH-Wert irgendeine große Auswirkung im Körper haben können. Also hat man das weiter untersucht und man kam sehr schnell darauf, dass das Thema eher beim Wasserstoff anzusehen ist. Und dann kam die Untersuchung. Leider bei den ganzen basischen oder bei den Ionisatoren, so hießen sie ja oder so heißen sie heute immer noch, ist es so, dass häufig die Elektroden verkalken. Weil in dem Moment, in dem die Elektrolyse stattfindet, eben sich Mineralien an der Elektrode absetzen. Und je höher der Befall der Elektrode ist mit Mineralien, desto weniger Wasserstoff wird produziert. Leider, ja. So, und deswegen haben diese Geräte früher auch am Anfang immer einen sehr positiven Effekt gehabt und dann ist es wieder ein bisschen abgeschwächt. Und nach 2 Monaten plötzlich merktest du nichts mehr, dann hat man gedacht, der Körper hätte sich dran gewöhnt. Genau. War aber nicht der Effekt genau das, was du sagtest, also auch da. Eindeutig klar, Wasserstoff ist das Element, das dem Körper den Vorteil bringt, weil es der Gegenspieler zum Sauerstoff ist. Nochmal, Sauerstoff, höchstes Oxidationsmittel im Körper, Wasserstoff, stärkstes Reduktionsmittel im Körper. Beide Stoffe benötigt oder beide Gase benötigt der Körper, um den Ausgleich zu regulieren. Wir haben tendenziell immer einen erhöhten oxidativen Stress, also mehr aggressive Sauerstoffverbindungen im Körper als den Gegenspieler, den Wasserstoff, weil der Darm meistens nicht in Ordnung ist und weil unsere Ernährung nicht mehr ballaststoffreich ist oder weniger ballaststoffreich ist. Füge ich dem noch hinzu, also mal grundsätzlich, dass es für alle Menschen gut ist, das zu trinken, gibt es gar keine Diskussion. Gehen wir noch mal auf den Spezialfall, das heißt Hochleistungsmenschen, sowohl im geistigen als auch im körperlichen Bereich. Hochleistung heißt nicht nur, ich kann besonders schnell Fahrrad fahren oder besonders schnell rennen. Nein, es gibt auch Menschen, die können besonders schnell rechnen, aber da haben sie noch nicht die Aufgabe ausgesprochen, hat bereits ja schon das Ergebnis. Und das ist auch Power. Und das braucht auch Kraft im Körper. Ich merke das, wenn wir einen ganzen Tag zum Beispiel 3-4 Sendungen produzieren, bin ich abends platt, muss ich sagen. Also du bist ständig hoch konzentriert, musst natürlich du sein. Und dann merke ich das. Der Körper ist unter Stress. Genau. Egal, ob er physisch oder psychisch erzeugt wird, unser Körper, wenn er gestresst ist, erhöht den Stoffwechsel, hat Abfallprodukte und das muss ausgeglichen werden. Und Wasserstoff ist tatsächlich eine sehr, sehr einfache und simple Möglichkeit, diesen Ausgleich zu haben. Und eine absolut natürliche. Ja. Kann ich mich mit Wasserstoff überdosieren, wenn ich jetzt am Tag 5 Liter Wasserstoffwasser trinke? Ja. Ich meine, mit 5 Liter Wasser schwemmen sie sich aus. Ob da Wasserstoff drin ist oder nicht, muss man ganz klar wissen. Klares, reines Wasser hat die Kapazität, aufzunehmen und auszuleiten. Kommt dazu, muss man wissen. Das heißt, Leute, die meinen, sie müssten 5 Liter, ich kenne ja so Leute, die meinen dann, wenn man mehr macht, ist es besser, ist aber nicht leider immer so, dann räumen sie ihren Körper aus. Das heißt, das Wasser unterscheidet nicht, habe ich eine Schlacke, habe ich einen Giftstoff, habe ich irgendeine andere Ablagerung oder habe ich ein Mineral, habe ich Spurenelemente. Wasser nimmt auf, was es aufnehmen kann und leitet es weiter. Und somit, wenn Sie zu viel trinken, handeln Sie auch kontraproduktiv. Ich glaube, die Regel heißt 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ungefähr. So, also über den Daumen. Man sollte es für sich nicht immer zu kompliziert machen. Ein erwachsener Mensch sollte zwischen 2 und 3 Liter Wasser trinken. So. Man darf eben nicht vergessen, dass man auch Wasser eben über andere Dinge zu sich nimmt. Aber ich habe mir definitiv zur Aufgabe gemacht, so viel Disziplin muss man haben. Ich nehme mir diese 2 Liter vor,
alles, was oben drauf kommt, bin ich happy drüber, aber 2 Liter mindestens. Also, so mache ich es auch. Und wer das macht, hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er nicht in die Dehydrierung kommt. Das merkt man körperlich sofort. Vielleicht jetzt nochmal auf die Frage, ist es für alle Leute interessant? Ja, es ist aus der Sicht der Prävention ist es nahezu für alle interessant. Es ist ein Gesundheitserhalter, muss ich so sagen. Absolut. Für Leute, die ein Problem mit sich schleppen, egal in welchem Bereich, ist es immer von Vorteil, den Stress, den Zellstress zu reduzieren. Denn das, was häufig, das ärgert mich auch manchmal, häufig nicht wirklich verstanden wird, es gibt nichts und niemanden, der deinen Körper heilen kann. Nichts. Das macht dein Körper. Dafür ist er gemacht. Er ist in der Lage, sich selbstständig zu regenerieren. Er ist in der Lage, sich selbstständig zu heilen. Das ist ein Wunder. Aber wir brauchen eine vernünftige Umgebung dazu. Sofern sie absolut natürlich ist, die Umgebung, müssen wir uns eigentlich um nichts Gedanken machen, auch nicht um wasserstoffreiches Wasser. Der Alte immer gesagt, die schönste Blume wächst in der besten Erde. Ganz genau. So ne? ist es. Aber die Prävention vor Krankheiten, das ist der wichtige Aspekt. Und alle Studien, kann man ja nachlesen, diskutieren hinterher auch über die Ergebnisse. Also die Studien sind wie eine richtige Studie aufgebaut. Da wird dokumentiert, wer hat sie gemacht, wo wurde sie gemacht. Und hinterher gibt es natürlich auch, werden die Methoden beschrieben. Und es wird auch diskutiert über die Ergebnisse. Und in der Diskussion wird immer klar, es hat jetzt ein Riesenpotenzial, bei bestimmten Krankheiten große Vorteile zu bringen. Aber sie sind sich alle sind sich einig, in der Prävention ist es unfassbar wichtig und interessant mittlerweile. Nochmal auf die Zielgruppen, für die es besonders interessant ist. Das heißt, alles Sportler, Hochleistung. Wir haben jetzt gerade Olympia gehabt. Ich war ganz von den Socken. Ich konnte es leider nicht so verfolgen. Früher hat mich das mal mehr interessiert. Heute war ich von den Socken, dass Deutschland so eine Wintersportnation ist. Ne? Ist mir gar nicht bekannt gewesen. Ich habe gedacht, ja, Norwegen, klar, war klar. Schweiz, Österreich wusste man es auch. Russland wusste man es eigentlich auch. Plötzlich waren die unter ferner Liefen. Und da war ich schon also begeistert, was da die Athleten so hingestellt haben. Ja. Vor allem die Norweger. Also das war ja eine Sensation. Ne? Oder die Niederländer auf dem Eis. Keiner kann Niederländer einholen, wenn die auf den Schuh stehen. Ne? Ja. Also toll. Da ist es so, da geht es an Leistungsgrenzen und da ist genau das Quäntchen mehr Wasserstoff im Blut, dann kann genau das Quäntchen sein, was zwischen keiner Medaille und einer Medaille oder womöglich zwischen Silber, Gold oder wie es auch immer ausgeht, entscheidet. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie Sportler sind heute, ich sehe im Sommer immer die Jungen auf ihren Fahrrädern mit Helm und kompletter Ausrüstung, dann rasen die da in dem Sommer die Berge rauf und runter. Auch da genügend Wasser, weil sie tun ihrem Körper keinen Gefallen, wenn sie ihn quälen. Oder der alte Spruch, wenn ich so weniger trinke, muss ich nicht so oft pinkeln. Das mag zwar stimmen, dass sie dann nicht so oft müssen, weil nichts mehr da ist, aber für ihren Körper ist das Horrorprogramm. Aber jetzt wissen sie alles, was sie machen sollten und wie. Jetzt wissen sie nur nicht, wie sie es woher kriegen. Und da schauen wir jetzt nochmal nach. Für mich als Familie, als Verbraucher, als Kleinunternehmer, Büro, wie auch immer, Wasser ist natürlich da, ich tue Kaffee kochen, ich mache mir einen Tee. Essen in manchen Fabriken wird mit Wasser mittags Suppen gemacht, die sind also ein bisschen richtig gut und machen dann so einen großen Kübel Suppe, wo dann jeder essen kann. Also Wasser begleitet mich ja nicht nur zum Trinken, sondern auch zu vielen anderen Dingen, Nahrungsaufbereitung, Getränkeaufbereitung, wie auch immer. Natürlich will ich da auch ein Wasser, was man den Geschmack nicht verfälscht. Ich sage, nehmen Sie heute mal, ich sage jetzt nicht die deutsche Stadt, wo ich das vor kurzem erlebt habe, in einer großen deutschen Stadt im Hotel Wasser aus dem Wasserhahn, will mir einen Tee machen, tue es in den Wasserkocher, da stand Tee. Gott sei Dank hatte ich meinen Teebeutel dabei, wegen Geschmack, wusste ich, wie der schmeckt. Tue den rein, gieße es mit Wasser auf. Ich habe einmal getrunken, gleich dachte, wie schmeckt denn der Tee? Das Wasser war so voller Chlor, dass sie es nicht fürs Tee machen verwenden konnten. Der Tee schmeckte widerlich. Ich habe gerade weggeschüttet und habe mir das geschenkt. Was habe ich dann gemacht? Muss man sich mal vorstellen. Bin runter in den Bahnhof, in den Supermarkt, habe mir in PET-Flasche 1,5 Liter irgendwelches stille Wasser geholt und habe damit dann meinen Tee gemacht. So weit ist es schon. Und das in Deutschland. Dass es in Asien so ist, wusste ich schon. Vor Jahren war ich dort. Aber so weit ist es. Und dann habe ich natürlich auch nur der halbe Geschmack. Der Unterschied sehen Sie, wenn Sie Wasserstoffwasser in ein Glas tun, also dieses Wasser, was durch die Maschine oder die Tropfen von Echo H2 produziert wird und nehmen ganz normales Hahnenwasser auf der anderen Seite, nehmen Sie es kalt, legen Sie jeweils einen Teebeutel rein und dann merken Sie sofort, wo der Unterschied ist und können dann auch nachvollziehen und verstehen, wieso das wasserstoffangereicherte oder
das molekulare Wasserstoff im Wasser, was der macht und warum dann alles ein bisschen besser schmeckt. Jetzt bin ich beim Punkt, jetzt habe ich mich entschlossen, jetzt haben die alle dem Norbert aufmerksam zugehört und haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Nummer, aber es ist natürlich auch immer eine Frage. Heute sehe ich oftmals Wasseraufbereitungssysteme 3, 4, 5, 6.000 Franken und da sind natürlich viele Familien, die sagen, obala, obala, obala. Ob ich das jetzt hertun muss und das so viel bringt und da. Was ist vernünftig? Wo kann man einsteigen? Wo kann auch die kleine Familie mit 2, 3 Personen sich das leisten? Jeder Sportverein indes in sein Sportheim stellen. Was empfiehlst du, Michael, für so den, der jetzt sagt, okay, das war mir jetzt einleuchtend, was ich da gehört habe. Ab heute trinke ich Wasserstoff angereichert. Gut, also wer Wasserstoff nutzen möchte in seinem Alltag, hat 2 Möglichkeiten. Die sinnvollste und langfristig gesehen auch die günstigste Art ist, sich eine Trinkwasseranlage zu kaufen. Und wir haben unser Einstiegsmodell, die Eco NHM. Schau mal gerade mal auf die Website, genau. Wenn die Regie sie mal kurz einblendet. Dankeschön. Jetzt sind wir hier auf dem vorderen Bereich der Produkte. Und dann gehen wir hier runter über dieses Modell, spricht der Michael gerade. Genau. Dann machen wir das mal ein bisschen größer. Jetzt sehen wir das schon hier. Sehen jetzt hier die Eco NHM. Die macht alles, was man grundsätzlich braucht. Unser Einsteigermodell liegt bei 1.959 Euro und filtert das Wasser mit einer zweifachen Filterung, einmal Aktivkohle, einmal eine Hohlfaserfilter bis zu 0,1 Mikron. Das heißt also, holt alles raus, was Medikamentenrückstände angeht, Viren, Bakterien und Schwermetalle. Alles, was man eben nicht drin haben möchte im Wasser. Und danach wird das Wasser über ein Wasserstoffmodul mit Wasserstoff angereichert und man zapft es praktisch einfach instant. Also man hält sein Glas drunter, lässt Wasser rein und man hat gefiltertes Wasser mit Wasserstoff. Sehr einfach. Wie schließe ich es an? Das ist oftmals bei vielen die Frage, vor allen Dingen, wenn Menschen in der Schweiz gibt es da einige tolle Küchen haben mit Granitplatten und was weiß ich für Designerzeug da drauf, dann wollen die natürlich nicht irgendwo so, ich sage jetzt einfach mal so, hässliche Maschinen hinstellen. Die haben schon Probleme, der Kaffeeautomat ist schon in der Wand eingebaut. Wie wird sie ans Wasser angeschlossen? Also es gibt die einfachste Möglichkeit ist an den Wasserhahn direkt. Man schraubt den Perlator ab. Bei der Maschine ist ein Umlenkventil dabei, also praktisch der Ersatz für den Perlator. Den schraubt man drauf und dann kann man sich entscheiden, ob das Wasser in die Anlage läuft oder ob das Wasser aus dem Wasserhahn läuft. Das ist die einfachste Art. Ich würde mal behaupten, in 5, 6 Minuten angeschlossen. Wer optisch das nicht haben möchte, dass da irgendwas an seinem Wasserhahn ist, kann natürlich auch ein kleines Löchlein bohren, entweder in die Spüle oder in die Arbeitsplatte und den Abwasser- oder den Zuwasserschlauch direkt an die Kaltwasserleitung anschließen. Braucht man aber wieder einen Installateur dazu. Das heißt, unsere Empfehlung, und ich würde mal sagen, ungelogen 95% unserer Kunden schließen das an den Wasserhahn an. Ja. Gibt es mittlerweile ein Untertischgerät? Entschuldigung? Es gibt auch Untertischgeräte, auch für diesen Bereich. Ohne weiteres möglich. Also, das heißt, wir wollen Ihnen ja jetzt nicht die ganze Palette, wenn Sie da Interesse haben. Wir informieren Sie auch noch über 2 Ansprechpartner in der Schweiz, mit denen Sie sich direkt in Verbindung setzen können, die für die Eco H2 Germany GmbH da in der Schweiz tätig sind. Die können Ihnen alle die Beratung geben. Die können Ihnen auch alle zeigen, welche Vielfalt von Geräten es hat. Uns ging es darum, jetzt zu sagen, die Easy-Going-Lösung, wenn ich das morgen möchte, und das ist immer so, das ist so mein Ding, wenn ich mich heute für was entschlossen habe, wird es morgen angefangen. Und zwar nicht wieder geschoben und noch was, nein, klare Entscheidungen. Dann sage ich morgen, okay, was muss ich machen? 1900, knapp 2000 Euro, die Maschine her, so kann ich sie anschließen, zack, drauf und jetzt habe ich genau das. Und ab übermorgen kann ich gesundes Wasser trinken, das meinem Körper hilft, mich wieder richtig aufzustellen. Natürlich gibt es das viel breiter. Die Filter kriegen Sie alle. Alle Systematiken gibt es natürlich vom Unternehmen und von den 2 Partnern, die der Michael da in der Schweiz hat. Wo sitzen die? Weißt du, wo die regional sitzen? Das kannst du vielleicht auch nochmal auf der Website zeigen. Wir haben ja auch ein Händlerverzeichnis für unsere Partner. Wo muss ich da hin? Ich habe bis jetzt geschaut. Wasser ganz runter, unten links, ganz runter im Footer, unsere Händler. Genau links, nach links, nach links, nach links. 2, da, ja.
Jawohl. Wunderbar. Ganz unten auf der Website, jawohl, genau, dann unsere kann man Händler. Sehen, Deutschland, Schweiz und Österreich. Genau, dann schauen wir mal hier. Das ist ja toll. Und da kann man sich im Prinzip, wenn man möchte, jemand Regionales aussuchen, muss also nicht bei uns über die Website bestellen, kann sich vorher beraten lassen und kann dann das Gerät bei dem Partner auch mitnehmen. Ist gerade für die Schweizer Kunden natürlich spannend, weil sie sich dann natürlich ein bisschen auch Zeit und auch Geld sparen. Das heißt, Sie können es bei den Herren nach Termin, nehme ich mal an, auch hinfahren, können das testen. Ganz genau, der wird ja. wahrscheinlich das zu Hause auch haben. Absolut. Oder an seinem Geschäftsstandort. Absolut. Und dann hat man da auch den Partner, wenn Filter wechseln sind, wenn man mal umzieht, ja. wenn ja. sich mal die Location ändert oder man mit dem Einstiegsgerät anfing. Jetzt bin ich alleine, da reicht das natürlich. Plötzlich habe ich Frauen, vielleicht ein oder zwei Kinder, da reicht es natürlich nicht mehr, so ein kleines Ding, dann jeder ist da dran am Rumzoppeln. Also da ist es natürlich toll und ich bin auch immer der das unterstützt, einen Ansprechpartner zu haben. Ich rede nicht gern mit Computern und so, ich rede viel lieber mit Menschen. Da kommt auch viel rüber. Können Sie genauso nutzen. Nehmen Sie sich eine der beiden Adressen und schauen Sie, wer da bei Ihnen in der Nähe ist, um sich dann nochmal die Fragen beantworten zu lassen, die wir vielleicht in der Sendung außen vor gelassen haben. Und Sie erinnern sich, liebe Zuschauer, an das Thema Kinder. Die Kinder der neuen Zeit, die jubeln über das Wasser und anderes trinken die auch nicht, weil sie es merken. Und alles, was ab 2012 geboren ist, wissen wir, dass die ein bisschen anders ticken. Und die brauchen auch andere Dinge, um ihre Leistungen zu erfüllen und ihre Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel brauchen die hochreines Wasser, sonst trinken die nämlich gar nichts. Und glauben Sie mir, Süßgetränke trinken die nicht. Die kommen auch nicht aus dem Wasserhahn. Was wäre jetzt noch zu sagen? Wir haben ja noch einen Punkt, ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt bin ich ja nicht immer daheim. Jetzt habe ich vorhin natürlich gehört, ein paar Flaschen abfüllen, aber ich bin eigentlich kein Wasserlieferant und möchte auch kein Wassertransporteur sein. Das heißt, dass ich mir jetzt, wenn ich auf einen Dreh gehe oder so, hinten ins Auto 5 Flaschen einstelle, ist mir jetzt zu umständlich. Was gibt es noch für eine Alternative für unterwegs? Für unterwegs haben wir die Tropfen und Tabletten. Die Wirkungsweise ist dieselbe. Erzeugen in Wasser molekularen Wasserstoff über ein Mineral, in dem Fall Magnesium. Sehr, sehr einfach und sehr einfach in der Anwendung und absolut mobil. Kann man auf Reisen mitnehmen, im Auto, man kann sich auch zum Sport morgens eine Flasche machen und nimmt die dann mit und trinkt sie dann, wenn man kurz vorm Sport oder wo auch immer ist. Also die mobile Lösung auch schön als Ergänzung zu den Anlagen selbst, um die maximale Menge an Molekülen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Woche zum Skifahren gehe, muss ich jetzt nicht daheim meine Anlage ausbauen, den Kofferraum und mit ins Hotel transportieren und dort wieder anschließen? Nein, muss man nicht. Ein bisschen aufwendig, da gilt sowas. Das hier sind die Tropfen. Sie werden einfach geöffnet. Es kommt ein oder zwei Tropfen. Ich hab's ein Tropfen pro 100 Milliliter Wasser. Also halber Liter, 5 Tropfen. Genau. Genau, kommen hinein. Was muss dann? Da muss es im Moment stehen, glaube ich. Dann sprudelt es. Dann muss man, das ist ja so ein Liquid, muss man es richtig verteilen. Dann reagiert es. Erst wird die Flüssigkeit so ein bisschen gräulich. Das kommt durch das Magnesium. Und wenn die Flüssigkeit dann mit dem Wasser reagiert, wird es wieder klar und dann kann man es trinken. Also. Ganz einfach, ganz simpel, liebe Zuschauer, das ist die Lösung für unterwegs. Oder wenn Sie sagen, Mensch, mal gucken, ob mein Körper reagiert, können Sie das gerne nur auf die Dauer. Das haben wir auch. Am Anfang habe ich gedacht, ach, das ist für mich easy. Dann habe ich immer die Tropfen dabei. Die Tropfen lagen im Auto, wenn ich zu Hause war, hatte ich sie nicht, bin ins Auto gesprungen, habe ich sie mit heimgenommen, habe ich sie daheim liegen lassen, hatte ich sie unterwegs wieder nicht. Also, es ist nur wirklich eine Austausch, eine Ferien, eine Zwischenlösung. Es ersetzt nicht die Maschine zu Hause, denn sonst ist das ein ewiges Hin und Her. Entscheidend für mich war, ich brauche eine Lösung für unterwegs, weil ich merke sofort, wenn ich heute anderes Wasser trinke, es schmeckt anders. Ich spüre es sofort und dann merke ich sofort, dass mir was fehlt. Und dann möchte ich das natürlich nicht. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, auf Montage, im Außendienst, was auch immer Sie für einen Beruf oder für einen Aufwand betreiben müssen, da ist das eine tolle Lösung. Finden Sie beides im Time-to-Do-Shop und natürlich bei den Partnern von Echo in der Schweiz. Und da können Sie natürlich sich ebenfalls zum Gerät diese Produkte mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind, mal ins Ferienhaus, mal auf die Hütte für ein paar Tage. Da lohnt es nicht, die Maschine mitzunehmen oder sie überall einzubauen. Das ist dann schon ein großer Aufwand. Wenn Sie größere Lösungen brauchen fürs Unternehmen, für Gastronomie, für Hotels, für Sportvereine,
wenden Sie sich an den Michael Kori. Ich glaube, das macht er am liebsten, den Menschen sagen, wie sie zu gutem Wasser kommen und was für Möglichkeiten das Unternehmen alles hat. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht zu sagen. Wir wissen, was wir für eine tolle Geschichte da haben. Der Paul hat es ja auch schon mehr als Wissenschaftler vorgestellt, aber du bist jetzt der, der das in Europa umsetzt. Das heißt auch Leute... Nicht ganz in Europa, im deutschsprachigen Raum. Ja, hast du auch schon mal 100 Millionen Leute zu befriedigen. Da sind wir aktiv, ja. Das heißt Menschen, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigen, die auch Vertriebspartner sind, die vielleicht mit anderen Produkten unterwegs sind, die wären für dich der richtige Partner, um auch das System zu verbreiten, was ihr anbietet, können sich gerne Absolut. Mit dir in Verbindung setzen. Wir sind offen, auch gerne, wenn jetzt ein Sportverein mal das ausprobieren möchte und eine eigene Studie machen möchte zum Thema Laktat oder Verbesserung in dem Bereich, sind wir gerne bereit, auch mal ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Und natürlich bin ich für alle Fragen auch zugänglich. Also wer bei uns anruft und mich sprechen möchte, der kriegt mich auch direkt an die Strippe. Das ist ganz schön. Michael, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist und unseren Zuschauern das Thema molekularen Wasserstoff nahe zu bringen. War ganz toll. Ich habe viel gelernt. Ich weiß jetzt wieder besser, wie es weitergeht. Unsere Zuschauer konnten viel mitnehmen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war's schon heute zu diesem Thema. Und auch da geht es uns wieder darum, immer einen Schritt weiter zu gehen, immer der Wissenschaft auf der Spur zu bleiben, immer zu schauen, was gibt es Neues, was kann unser Leben verbessern und erleichtern. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute wieder so einen Punkt präsentieren konnte. Wie gesagt, mit den Maschinen und den ganzen Systemen am besten direkt in Verbindung setzen mit den Partnern von ECHO. Wenn Sie das Produkt testen wollen und die Tropfen probieren, die können wie alle anderen Kunden Sie auch über den Time-to-Do-Shop bestellen. Und wie gesagt, nur da kann ich Sie leider nicht beraten über die ganzen Thematiken, die um die Geräte herum sind. Das kriegen Sie bei den Partnern von ECHO H2 in der Schweiz. In diesem Sinne, einen schönen Tag Ihnen noch, einen tollen Abend und eine traumhafte Nacht.